So, Wasser gefunden, Eisen gefunden, keine weiteren Steinbestände. Okay, Steinbestände, den machen wir als erstes. So, Militärgebäude besetzt, das haben wir. Keine weiteren Briefe, okay. Gut, wie sieht's aus nahrungstechnisch? Ach ja, das habe ich ja hier auf, 13. So, das hier können wir jetzt wieder wegmachen. Weil der transportiert da ja gerade wieder hin. Gut, dann schalten wir es wieder ein. Die laufen wieder. Gut. Das passt ja erstmal. Wir könnten dann noch mal kurz hier das aufmachen und mal ein bisschen auslagern. Läuft irgendeiner von euch? Ja, vielen Dank. So, hier. Nee, hier. Gut. Na gut, er hat nur Fleisch mitgenommen und noch einen Bergarbeiter. Das ist alles im Rahmen der Dinge. Daran störe ich mich nicht. So, wir bauen jetzt hier. Noch ein paar Eisenbergwerker, soweit es geht. Ja, unten stehen irgendwelche Bäume im Weg, super. Ja, und hier oben können wir auch nichts machen. Ah, sehr ärgerlich. Richtig ärgerlich ist das. Dass ich hier nicht irgendwie ein Militärgebäude hinbauen kann. Weil das hier... hätte ich mal dran denken müssen. Naja gut, dann machen wir das halt... ist hier jetzt ein Militärgebäude hin. Naja, außenrum wäre besser mit dem Weg. Nicht durch die Minen. So. Ist halt auch blöd, dass wir hier unten kann man halt nichts bauen. Das ist irgendwie kacke. Naja, müssen wir mit leben. So, hier, das können wir jetzt wieder wegmachen. Wo ist das alles Schiff? Ja, der bringt wieder Eisen. Wie viel liegt denn jetzt? 5. Naja, können noch ein paar Protonen so dahin gebracht werden. Wie viel Fleisch? Naja. 10. 11. Naja, machen wir. Ich denke mal, es reicht. Und dann lieber das Brot jetzt. So, wie sieht das jetzt hinten aus eigentlich? So, der ist fertig. Tschüss. Oh, war hier direkt weg. Ja, hier sind wir jetzt sehr eingeschränkt, was den Weg angeht natürlich. Also, ist ja praktisch vorgegeben, wo hier der Weg lang zu gehen hat. So, soll ich mal raten, was hier ist? Kohle? Also hier ist auf jeden Fall Kohle. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und wir haben nach wie vor kein Gold. Das ist echt ein bisschen bitter. Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Hier muss auf jeden Fall erstmal eine Baracke hin. So. Fahne. Und Gelehrte. Okay. Das hier können wir erstmal auslagern. Was transportiert denn der hier? Was ist denn das? Fisch? Jetzt bringe ich den Fisch von hier unten wieder nach oben. Auch sehr clever. Naja, wenn er meint. Achso, ich kann mal hier beim Hauptquartier
jetzt irgendwie wieder ein bisschen stoppen. So, Eisenmine läuft aber jetzt, ne? Es hat auch einen Vorteil. Hoch. Naja, jetzt nicht. Ich dachte, die wird jetzt wenigstens dadurch, dass wir das die ganze Zeit auslagern, immer schön voll beliefert. Aber es geht auch so. Ich meine, das sieht gut aus. So, die können wir jetzt wieder stoppen. Genug Spitzhacken. Erstmal das hier wieder weg. Jetzt laufen die wieder alle hierher. Sie mich nerven. Und eine Baracke fertig geworden. Okay. So, hier haben wir wieder 5 drin. Schiff kommt, da können wir gleich hier wieder auslagern. So, was hat er mitgenommen? Nein! Du Verfluchter! Okay. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Als, nee, den nicht. Das weg, raus hier. Weg mit denen. Wir müssen hier weg. Ist viel zu gefährlich. Okay. Du alter Ei, was sollte das denn? Naja, gut. Jetzt nicht zu ändern. Ist doof, aber was wollen wir machen? Oh, aber das ist doch echt, das gibt's doch nicht. So, ich hoffe, die sind jetzt alle weg. Na, immer noch nicht. Hier sind sie auch nicht, okay. So. Und der letzte, bitte. Wunderbar, gut. Dann sind die jetzt erstmal weg. Da passiert uns das jetzt hoffentlich auch nicht nochmal so schnell. Okay. Wie sieht das jetzt eigentlich aus so? Ja, wir nähern uns langsam an, aber wirklich eher sehr langsam. Bergwerk verbraucht. Militärgebäude besetzt. Ja, das hatten wir schon. Hier ist eine Baracke. Hier oben haben wir überall Kohle. Große Überraschung. Und hier, da müssen wir Goldmünzen. Gut, habe ich schon. So. Hier ist ja jetzt der drin, den werden wir mal auslagern. Weil der läuft jetzt einfach hin und her. Ich hoffe, dass dann das Schiff den mitnimmt. 2 Fische. Fährt er jetzt hier mit den Schiffen hin und mit den Fischen hin und her oder was? So, die werden ausgelagert, oder? Ja. Schiff ist fertig. Mars. Okay. Militärgebäude besetzt. Okay. So, jetzt das hier weg. Und überall Kohleminen. Juhu, so viel Kohle werden wir niemals benötigen. Huch. So viel Kohle, wie es hier gibt, ist echt krass. Echt der Wahnsinn. Hier hin. So, das hier. Das hier. Ah, hier war noch was. Hier ist auch Kohle. Ist überall Kohle. So. Gut, nächster Schritt. Wir können weiterbauen.
Wir bauen hier auf jeden Fall, nutzen hier mal die Gelegenheit und bauen hier einen Turm. Wir bauen hier oben eine Baracke, damit wir da hochkommen. An das Gebirge. Ja, und dann... geht's hier weiter. Okay, wo ist denn das Schiff, das Olle? Ich wollte hier eine Expedition nochmal starten. Ja, das Eisen, das kommt jetzt von unten. Das ist gut, dann heißt es auch, die hier wird ordentlich angeheizt. Okay, so, was schleppt der hier an? Noch mehr Eisen. Okay. Ach ja, der läuft immer noch hier rein und raus. Aber es scheint nichts zu bringen. Wenn ich einfach mal kurzzeitig alle Straßen kappen würde. Ach, ich weiß nicht, jetzt wird es jetzt zu kompliziert. Was ist denn da? Ist auch noch ein General, ist halt blöd. Aber wahrscheinlich müsste ich dann hier oben. Das hat mir einen übrigen Abonnent geschrieben. Clone Master. Und zwar kann man die Soldaten von der Insel also so wieder zurückbekommen. Ich könnte jetzt hier ein Militärgebäude bauen. Und vorher müsste ich aber die Straße kappen Richtung Hauptquartier, so dass praktisch, oder zu allen anderen Gebäuden, so dass von hier kein Soldat dorthin kann. Dann würde das den Schiffen suggerieren, dass also ein Soldat benötigt wird und die würden von denen von hier unten wieder dort hochschaffen. Das können wir ganz am Ende machen, weil jetzt wegen dem einen Soldaten hier die ganzen Verbindungen zu, oder was heißt die ganzen, also hier müsste ich ja einfach nur durchschneiden. Ja, wäre jetzt erstmal zu viel Aufwand. Aber das kann man auf jeden Fall später dann mal machen. Irgendwie hatte ich das völlig falsch in Erinnerung mit den Hafengebäuden. Ich weiß auch nicht. Aber so ist das halt. So, der ist jetzt fertig. So, dann fahren wir mal los. So, Neptun ankert jetzt hier. Gibt gerade nichts zu holen, oder was? Kein Eisen da. Doch, sind noch 12 Eisen. Ja, wahrscheinlich sind hier oben gerade zu viel. 37 sind drin. Naja, das wird dann schon wieder losgehen, wenn das hier knapp wird. Aber ich weiß nicht, also ich finde das mit den Schiffen ist echt... irgendwie, was die Organisation oder die Organisationsmöglichkeiten angeht, halt noch nicht wirklich so richtig ausgereift. Die sind eigentlich in den meisten Fällen einfach nur nervig. Wir könnten... naja, noch mehr anschließen, auch Blödsinn, wir brauchen gar nicht so viel. Was wir jetzt brauchen, ist echt Kohle, nicht Kohle, Gold. Und dann müssen wir sehen, was weitergeht. Ich werde das Ganze jetzt hier mal ein bisschen beschleunigen allerdings. Denn wir haben das Material da. Ich werde einfach noch eine Eisenschmelze bauen. Eisenschmelze. Und noch eine Schmiede. Damit das einfach mal ein bisschen wirklich jetzt richtig anläuft, richtig zügig geht. Es wird da einfach mal ein paar... so jetzt einfach das, die Rohstoffe, die wir haben... einfach wirklich ausnutzen. Zielgerichtet, indem wir jetzt einfach die Produktion wirklich massiv ausbauen. Wie ist denn das mit dem Bier? 100 Fässer. Weil der macht hier nämlich gerade gar nichts.